Ihr wollt zu den ominösen Personen gehören, die sich einen Developer nennen und Plugins programmieren können, sich einen eigenen Server bauen können? Dann geht's los nach dem Intro. Zuerst einmal kann das Ganze natürlich etwas überwältigend sein. Da können jetzt eine Menge Tabs hier auch an der Seite auf sein. Die könnt ihr schließen. Das kommt zum Beispiel sowas hier auf oder so. Das könnt ihr einfach mit dem Minus oder so schließen. Das brauchen wir in den ersten Folgen nicht. Später vielleicht. Das Ganze werden wir dann aber noch später behandeln, dieses Thema. Erstmal, ihr seht, das Ganze ist ziemlich hell und das will niemand so die ganze Zeit in einer unangenehmen IDE rumhängen und programmieren. Das macht auch nach einer Zeit Augenschmerzen, auch wenn man nachts irgendwie was macht. Und ihr seht, hier oben gibt es so eine Menge Optionen, die ihr wählen könnt, auch hier. Aber was ihr jetzt erstmal macht, ihr klickt auf Window und dann Preferences. So, wenn ihr dann hier drin seid, könnt ihr erstmal auf General hier diesen kleinen Button erweitern. Und dann auf Appearance, dann könnt ihr ab jetzt könnt ihr hier bei Theme einstellen, was ihr wollt. Ihr könnt also zum Beispiel Farben einstellen. Zum Beispiel, was mein Favorit ist, Dark. Das könnt ihr dann Apply. Dann steht das hier teilweise hier. Ich werde jetzt Eclipse nicht neu starten, weil ich brauche einfach jetzt gerade den vollen Effekt nicht. Ich mache das einfach zwischen den zwei Folgen. Dann startet ihr einfach Eclipse neu. Und dann könnt ihr einfach weitermachen, indem ihr auf Appearance diesen kleinen Pfeil erweitern. Und ihr seht, wenn ich hier jetzt zum Beispiel ein Plugin öffnen würde, würde das Ganze ziemlich kleine Schriftarten haben. Ja. Dann drückt ihr hier bei Java wieder den Pfeil auf und dann Java Editor Text Font. Dann klickt ihr auf Edit und dann könnt ihr die Größe einstellen. Ich mag sie gern so auf 12 bis 14, falls manchen Leuten das zu groß oder zu klein ist, einfach mal auf 13 stellen und dann einfach Apply und los. So, jetzt haben wir ein voll eingestelltes Eclipse. Ja, wie geht's jetzt weiter? So, jetzt beginnt der ganze Spaß. Ihr seht, hier an der Seite sind so zwei im Grunde Ordner. Ihr seht hier auch Package Explorer. Und das sind im Grunde eure Projekte, die ihr erstellen könnt. Was wir jetzt erstmal machen, ist einen Rechtsklick auf dieses Menü machen. Und ihr seht, hier kommen jetzt so ein paar Optionen auf, wo ihr dann Sachen machen könnt, die wir jetzt noch nicht brauchen. Die werden wir später wahrscheinlich brauchen. Wahrscheinlich hauptsächlich werden wir das Export brauchen. Und ja, was jetzt erstmal wichtig ist, wir brauchen erstmal ein Projekt. Das heißt hier New Java Project. So, das heißt im Grunde, wir erstellen uns ein neues Projekt. Und dieses Projekt hier ist eine Menge einzustellen. Und das brauchen wir gar nicht. Das könnt ihr einfach aus den Augen lassen. Das interessiert uns nicht. Was uns jetzt erstmal interessiert, ist euer Name vom Projekt. So, also es gibt im Grunde, die nennen sich Java Conventions, wo ihr dann Namen für etwas einstellt. Hier ist das bei den Java Projects, ist das so, ihr dürft am besten keine zwei Wörter machen, also ihr müsst das nicht machen, ist einfach nur der Schönheit wegen und einfach der Ordnung, dass ihr nicht später durcheinander kommt. Und ja, dann könnt ihr das so irgendwie nennen, ich nenne es jetzt. So, in dieser Folge werden wir noch nicht das richtige Programmieren lernen, sondern erstmal, was das Ganze hier ist, und dann in der zweiten Folge werden wir dann zeigen, wie ihr dann euer erst Plugin kreiert. So. Erstmal hier. Package, das ist das erste, was ihr seht. Das ist natürlich wieder unsere Package, wo die Klasse drin ist. Ganz Standard. Braucht ihr nicht zu verändern, sollt ihr nicht verändern. Ja. Hier bei Public Class Main steht Public. Public steht veröffentlicht. Das interessiert uns nicht, weil wir wollen halt einfach nur auf die Klasse zugreifen können von außen. Klasse ist halt, ist eine Klasse, das heißt,
nicht irgendwie ein Package oder ein Projekt. Und ja, dann seht ihr halt den Namen und mehr ist da nicht. Dann so zwei komische Klammern. Diese Klammern sind im Grunde, wo etwas ist. Das heißt, das, wenn wir hier mal drauf gehen, seht ihr, das Ganze wird einmal so umkastelt, wenn man so sagen kann. Wird einmal umkastelt umrahmt. Das heißt, ich mache hier immer gern mal so, dass das Ganze auch ordentlich ist, damit wir sehen, wozu die gehören. Weil das sagt, die Klasse hier ist dieser Teil in den Klammern. Das heißt, offene Klammer auf heißt, ja, hier können wir jetzt reinschreiben, bla bla bla, halt so Code. Und ja, Klammer zu heißt, da beendet sich das Plugin. Hier drunter dürft ihr nicht weiter schreiben, dann erkennt der das nicht. So, ihr seht wieder hier, das Plugin sieht ein bisschen mager aus. So, und wir haben immer noch nicht ganz das Minecraft-Programmieren eingebunden. Das heißt, hier schreiben wir dann einmal hin Extends. Also das solltet ihr aus dem Englischunterricht können, aus dem Englisch-Sprachgebrauch so generell. Und ja, das heißt im Grunde, erweitert das um ein Java-Plugin.